geht es nun weiter mit dem Wohnraummangel. Seit Jahren wird groß darüber diskutiert. Am Ende fragt man sich, warum gibt es in Deutschland zu wenige Wohnungen? So kommen in München zum Beispiel auf eine Wohnung 70 Bewerber. Und auch in Baden-Württemberg sieht das Ganze nicht besser aus. Auch wenn die Regierung gesagt hat, wir machen eine Wohnraumallianz für Baden-Württemberg. Was daraus geworden ist und wie der aktuelle Stand in Sachen Wohnungspolitik ist, wir haben nachgefragt. Man spricht so circa von 80.000 Wohnungen, die es in Baden-Württemberg zu wenig gibt. Und wir spüren natürlich diesen Wohnraummangel, insbesondere in den wirtschaftsstarken Regionen, hier in der Region Stuttgart, im Karlsruhe-Bereich. Dort, wo die Wirtschaft boomt, wo die Menschen zuziehen, dort macht sich das am stärksten bemerkbar. Die Mietpreisbremse hat keine einzige neue Wohnung geschaffen. Und unser Ziel muss sein, eine Politik danach auszurichten, neuen Wohnraum zu schaffen. Steuerliche Förderung, das Thema Kosten in den Griff zu bekommen, Baulandausweisung, das sind die Themen, um die sich das Thema Wohnraumversorgung eigentlich drehen müsste. Nein, warum nicht? Wenn ich genau das sehe, was jetzt ja auch von einzelnen Oberbürgermeistern aus der Region vorgetragen wird, ist doch nicht zu erwarten, dass der Grundstückseigentümer sagt, jawohl, wenn das jetzt enteignet wird, ich gebe mich meinem Schicksal hin und erduldet es, sondern er wird natürlich für sein Recht um Eigentum kämpfen. Wir müssen einfach schauen, dass wir den bestehenden Bestand mobilisieren. Das ist zum einen, wir müssen schauen, wie wir mehr Bauland bekommen. Auch das ist ein Kernproblem. Und wir müssen ganz, ganz gezielt darauf achten, wie wir Bauen günstiger machen. Also was mich an der Wohnraumallianz fasziniert und begeistert hat, war der strategische Ansatz, dass man wirklich mal ganz gezielt alle Themen angesprochen hat, in Arbeitskreisen behandelt hat, angefangen vom Thema Baulandgewinnung bis hin zum Thema Standards, Finanzierung und am Ende im vierten Arbeitskreis Mietrecht und WEG-Recht. Das war eigentlich sehr, sehr gelungen. An was es jetzt hapert, ist, dass die Ergebnisse dieser Wohnraumallianz nicht umgesetzt werden oder nur unzureichend. Und da steckt momentan das Dilemma.